Leute, wir sind hier heute mit unserem Pogo-Stick unterwegs und probieren richtig weit hochzukommen. Nämlich, wir müssen pro Klick immer höher kommen, Leute. Nämlich, ihr seht, wir müssen hier Goldmünzen einsammeln. Und von diesen Goldmünzen können wir uns Power-Upgrades holen. Und mit diesen Power-Upgrades können wir immer höher und höher springen. Und können uns damit natürlich neue, coole Sachen kaufen. Und guckt doch mal bitte, wie hoch das geht, Freunde. Bis da oben hin und noch viel weiter will ich auf jeden Fall kommen. Wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen Münzen einsammeln. Ihr seht, Freunde, wir müssen jetzt erstmal fleißig sein, dass wir hier überhaupt rüberspringen können. Nämlich, wenn wir es hier rüber schaffen, ihr seht hier schon, über die Wand, dann kommen wir nämlich in die nächste Welt rein. Das Problem ist gerade, wir sind noch ein absoluter Loser. Wir sind hier gerade in der ersten Welt, Leute. Und wenn euch der Simulator gefällt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich werde natürlich, wie immer, meine 25.000 Robux so gut wie möglich einsetzen. Nämlich, falls ihr nicht glaubt, dass ich 25.000 Robux habe, werde ich euch das jetzt mal beweisen. Und zwar, hier können wir uns neue Pogo-Sticks holen. Und zwar hier, oh mein Gott! Es gibt sogar einen VIP-Pogo-Stick für 250. Ein Glitzer-Pogo-Stick. Okay. Okay, so, ihr glaubt nicht. Also, ihr da draußen glaubt nicht, dass ich jetzt 25.000 Robux drauf habe. Guckt mal, was da steht, Leute. Ich habe nach diesem Kauf 24.968 Robux. Und wenn ihr wollt, dass ich alle ausgebe, einfach nur liken und abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich mache jetzt hier erstmal Licht an, dass ihr mich auch ein bisschen besser seht, Freunde. Und ich würde jetzt direkt erstmal Double Coins kaufen. Nämlich, diese Coins sind sehr, sehr wichtig. Deswegen sammle ich hier die auch schon die ganze Zeit ein. Und statt ein bekommen wir jetzt immer zwei. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir müssen natürlich hier probieren, durch diese Ringe zu jumpen. Nämlich, wenn wir da durchspringen, bekommen wir natürlich immer mehr Power. Oh, guck mal hier. Hier ist eine Robux-Donation-Liste, wo man direkt Platz 1 sein konnte. Guck mal, wir können jetzt hier 10.000 Robux spenden und wären dann direkt gefühlt auf Top 3. Ich sag euch ehrlich, ich würde sogar ein paar Robux spenden, aber das Problem ist, ich muss erstmal gucken, ob der Simulator auch wirklich gut ist. So, ich würde mal sagen, wir können jetzt uns ein Power-Upgrade von plus 63 holen, weil ich Coins gesammelt habe. Let's go, Leute, ich bin gespannt und oh, Bro, guck mal hier, Leute, wuhuhu, ey, wir können schon fast durch die ersten Ringe hier jumpen, oh, wie nice ist das bitte, wir sind durch den einen Ring gerade gesagt, warte mal, ja, oh mein Gott, der gibt 12 Coins direkt auf einmal, guckt euch das an, hoch, hoch, okay, der ist ein bisschen zu hoch, aber durch manche Ringe, guckt mal hier, wir brauchen doch ganz wenig Power, brauchen wir, um hier den nächsten... Oh, das ist schade hier. Guck mal, hier manche schaffen wir noch nicht. Aber wartet mal, ich werde jetzt einfach hier direkt... Zack, wir werden uns jetzt ein bisschen beeilen, Freunde. Wir werden nämlich jetzt direkt unsere 80 Münzen, die wir haben, ab umwandeln. Nochmal 40 Power extra. Und oh mein Gott, guck mal hier. Plus 10, plus 12... Plus 14, jetzt knallt's richtig. Oh, jetzt machen wir auch richtig viele Coins. Und weil ich natürlich Double Coins habe, ist es natürlich direkt ein bisschen besser. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal ein paar Münzen... Oh, hier komme ich gar nicht hin. Das war ein bisschen knapp gewesen. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt mal ein paar Münzen sparen und holen uns einen neuen Pogo-Stick. Nämlich Pogo-Stick nennt man halt diese Teile hier, wo man drauf jumpt. Ich weiß, ich habe dir das als Kinder mal gemacht. Also ich habe es mal probiert, Leute. Erstens, also jetzt kann ich es nicht mehr machen, weil ich zu dick bin. Und zweitens, damals als Kind habe ich es nie hinbekommen. Ich bin nur ein, zweimal, dreimal gejumpt, Leute. Und dann war es das auch schon wieder gewesen. Da habe ich mich fast auf den Deckel gepackt. Also ich war nicht so gut mit den Pogo-Sticks. Also falls ihr das kennt mit diesen Teilen, Leute, schreibt es mal unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und wir machen hier richtig gut Geld. Oh mein Gott, wir haben gleich 400 Münzen. Aber ich würde gerne, ihr seht hier der Shop, Leute. Oh, Wild West Stick. Oh mein Gott. Oh, wow, Leute, was ist denn jetzt los? Das Ding geht ab wie Schmidts Katze. Schnallt euch besser an. Study Buddy springt zum Mond. Ey, überlegt mal, kann man... Ey, guck mal, wie hoch das geht. Also ich sag euch ehrlich, es geht wahrscheinlich wirklich später zum Mond. Und guck mal, wie einfach wir jetzt hier die Coins einsammeln. Wir können direkt Rebirth machen. Oh, Bro, Rebirth, guck mal, das hat gar kein... Ey, ich sag euch ehrlich, ich habe jetzt die Meta herausgefunden, wie wir es am besten machen. Also Rebirth ist wirklich... Das ist krass. Wir haben gar nicht so viel verloren. Ihr seht das hier auch. Das ist halt das Gute. Wir haben eigentlich wenig Boosten verloren.
Wir müssen auf Pogo-Sticks. Pogo-Sticks sind wirklich das Beste überhaupt. Deswegen, ich werde mir aber jetzt hier nochmal... Oh mein... Yo! Okay, das war's, Freunde. Wir gehen in die nächste Welt. Also, ich würde mal sagen, hier die erste Welt haben wir ja locker flockig gemacht. Der Simulator macht voll Lust, Leute. Ich freue mich schon richtig, wenn wir richtig hochjumpen. Und hier haben wir es jetzt locker hochgeschafft. Und yo, guck mal, wo wir als nächstes hin müssen. Was? Wie hoch geht das denn hier? Ey, wir sammeln jetzt hier erstmal schön diese grünen Dinger hier ein. Ab 1000 Coins können wir nämlich sogar, Freunde, uns den nächsten Pogo-Stick holen. Die Frage ist, ob sich das lohnt. Ich guck mal kurz in den Shop rein. Und zwar hier gibt es einen Tarzan. Das ist ein Tarzan-Pogo-Stick, Leute. Den benutzt Tarzan. Okay, der sieht auf jeden Fall ziemlich wild aus. Hier aus Bäumen. Wow! Kinders, was geht denn jetzt ab? Wir jumpen ja übelst hoch. Das ist ja voll nice. Okay, okay, das hat uns einen guten Boost gegeben. Und guck mal, nein, nein, vorbei, vorbei, vorbei. Dieser eine Ring. Ja, okay, der bringt uns zwei. Oh, okay. Ich sag euch ehrlich, ich könnte jetzt normalerweise, ich könnte Rebirth machen, aber ich will es nicht machen. Ich will es nicht machen. Ich würde jetzt sogar noch mal einmal hier investieren in Power. Ja, und jetzt haben wir, das war eine sehr, sehr gute Investition. Weil jetzt springen wir hier sogar in die hohen Ringe. Und ein blauer Super-OP-Ring bringt uns direkt 400 Coins. Und bevor wir Wiedergeburt machen, würde ich sagen, werden wir uns erstmal einen neuen Pogo-Stick holen. Den für 5000 Coins. Das ist mich am besten, denke ich mal, investiert. Ja, hier haben wir direkt 5000 Coins. Der nächste ist der Bone-Pogo. Ey, ich bin wirklich gespannt, was der letzte Pogo-Stick sein wird und wie hoch der vor allem springen wird. Okay, der sieht jetzt eigentlich ganz normal aus, aber der hat einen krassen Boost auch. Oh mein Gott. Jetzt machen wir Rebirth und jetzt zack. Rebirth ist natürlich sehr gut, weil Rebirth bringt uns auf Dauer natürlich viel, viel weiter nach oben als alles andere. Zack. Das nehme ich mit, dann können wir hier eigentlich noch schön die Power upgraden einmal. Und dann sollten wir jetzt uns langsam, würde ich sagen. Also ich werde jetzt auf Power gehen, dass wir halt wirklich in die nächste Area springen. Aber ihr seht, wir müssen hier komplett hoch. Obwohl, wartet mal, ich könnte vielleicht eine kleine Abkürzung nehmen. Oh, oh, Study Bunny macht hier ein bisschen unfaire Tricks. Leute, Study Bunny macht hier... Oh, Leute, wir haben unfaire Tricks gemacht und... Boom, jetzt nochmal hier Boost. Oh, nein! Und? Oh, nein! Wie knapp, Leute! Nein! Okay, wir haben noch zu wenig Power in dieser Welt hier, aber boom, 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 boom. Jetzt haben wir hier nochmal gut Punkte mitgenommen und jetzt müsste es auch für die nächste Welt reichen. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Wir haben zwar so ein bisschen geschummelt, aber es bringt uns natürlich nichts, wenn wir in der neuen Welt keine Coins sammeln. Oh, ich würde sagen, wir machen nochmal Rebirth einmal. Das ist sehr, sehr gut. Die nächste Rebirth ist ab 7500 Punkten. Und guck mal hier, das ist ja hier komplett, Digga. Wir springen ja komplett direkt trotzdem noch hoch. Also es hat ja, also, oh mein Gott. Also langsam entwickeln wir uns hier sehr, sehr gut weiter. So, bum, bum, bum. Zack, das hier noch schön eingesammelt. Ab 7500 können wir nochmal Rebirth machen. Und dann haben wir schon einen sehr guten Boost für die nächste Welt, wo wir dann, guck mal hier, jetzt nochmal, das gibt immer hier einen schönen hohen Multiplier, wo das dann Ganze natürlich richtig schnell nach oben geht. Und jetzt, wenn wir jetzt, guck mal hier, guckt euch das an. Das ist halt das Ding, wenn man Wiedergeburt macht, ne? Wiedergeburt ist wirklich in jedem Simulator das Wichtigste vom Wichtigsten. Guck mal, wie viel ich jetzt hier einsammeln kann. Yo! Also pro Sprung machen wir auf jeden Fall schon ein paar tausend Coins plus hier. Let's go, wir sind gleich auf 10.000. Das Ding ist, ich würde jetzt, boah, wir könnten nochmal Rebirth machen. Das ist krass, Leute. Es gibt doch so eine... Leute, wir kriegen da auch so eine krassen OP-Tokens. Und ich glaube, diese krassen OP-Tokens können wir gleich im Shop ausgeben. Und ich habe das noch nicht einmal gemacht. Also wir haben die jetzt alle schön gesammelt. Das ist eigentlich ganz gut. Dass ich eigentlich... Oh, eigentlich muss ich die jetzt gleich mal ausgeben. Aber ich will jetzt hier gleich nochmal schön Power holen. Dass wir vielleicht... Guck mal, hier jetzt nochmal schön Power... Yo, okay, okay, vorbei, 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 guckt euch das an. Yo, 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 ich springe hier durch alle Ringe durch und ich nehme selbst die ganz hohen und oben 4000. Yo, 20.000, was passiert gerade? Leute, jetzt habe ich gerade den Hack hier aktiviert. Jetzt habe ich gerade den absoluten Hack aktiviert, sehr, sehr gut. Oh, bum, 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 hier, guck mal, wie das einfach durchgeht. Und wir könnten jetzt, also wenn ich jetzt nochmal Power aktiviere, guck mal hier.
Ich mach's jetzt einmal. Und ja, direkt hier in die neue Welt gejumpt. Und jetzt geht's richtig hoch. Jo, 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 jetzt geht's richtig hoch. Jetzt solltet ihr... Nein! Oh mein Gott, jetzt müssen wir in die auf diese nächste Insel da springen. Was? Als ob. Freunde, wie hoch sollen wir denn noch jumpen? Wir müssen auf diese Insel da oben. Das ist ja ein... Das muss ja ein Riesenjump sein. Okay, aber wir haben jetzt auch schon wieder 25.000 Points. Ey, das geht ratzbatz jetzt hier. Geil, geil, geil. So, nochmal mitgenommen. Ich guck mal kurz im Shop rein. Ab 100... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es gibt den Rocket Pogo Stick, Leute. Das ist krass. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Der kostet 100.000. Ich würde den sogar eigentlich fast nehmen. Ich kaufe mir mal noch VIP, Leute. VIP. Boah, da können wir hier, kriegen wir hier so einen MVP-Stick. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob dieser MVP-Stick sich wirklich lohnt. Wisst ihr, was ich meine? Das weiß ich nicht. Wir könnten uns auch Münzen holen. Aber ich hole mir jetzt... Nee, ich mache jetzt... Ich glaube, ich mache jetzt einmal Rebirth, Leute. Obwohl... Ja, Rebirth einmal. Das ist besser. Okay, das war jetzt, Leute, das war jetzt, glaube ich, nicht so clever gewesen, dass wir Rebirth gemacht haben. Ja, obwohl, doch, okay, es geht. Also bei Rebirth müssen wir jetzt echt aufpassen, nicht, dass wir dann wieder in die erste Welt zurück müssen. Das wäre ja absoluter Fail, aber jetzt werde ich das ganze Geld investieren in Power. Und jetzt, guck mal hier. Boom, jetzt fliegen wir hier wieder auf alter Höhe durch. Boah, ich habe einen guten Plan, wie wir das nächste Mal Rebirth machen. So, hier schön, boah, warte mal, schön hier nochmal die Coins mitnehmen, zack, zack, zack. Nochmal auspowern hier, nochmal schön. Jetzt kriegen wir gleich einen richtig dicken Boost. Ja, jetzt sind wir die... Oh, ganz knapp. Ganz knapp, dass wir die neuen Ringe mitnehmen. Ja, oh, ich glaube, die geben uns richtig viel. Dann machen wir hier nochmal ein kleines Upgrade. Und da sind wir durch. 8.000. Ein Ring gibt uns 8.000. Und durch alle durch, durch alle durch. Guck mal, hier drei Stück nehme ich direkt mit. Zack und wieder durch. Zack, zack, zack. Und da sind wir gleich auf 100.000. Auf ohne Probleme. Boah, ich hätte sogar fast zwei mitgenommen. Boah, das wäre auch gut gewesen. Ich hole mir danach direkt den Rocket Stick. Also, es koste es, was es wolle. Dann holen wir uns direkt den Rocket Stick. So, hier nochmal, zack. 100.000 und jetzt geht's ab. Jetzt ist eh over. Jetzt, guck mal hier. Das ist der Rocket Stick. Ich bin gespannt, wie der geht. Oh mein Gott! Wie eine Rakete schießt er uns nach oben. Yo, 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 yo. Guck mal hier, wie hoch wir jetzt kommen. Wir kommen jetzt zu den roten Ring gleich. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Und jetzt kommt natürlich nochmal hier der Boost von mir. Und jetzt haben wir 59.000 Sprungpower. Und wir schaffen es. Wir schaffen es jetzt zu den roten Ringen da oben. Die uns natürlich... Oh mein Gott, geben die uns einen Boost. Und jetzt guck mal hier, Leute. Jetzt ist eh over. Wartet mal jetzt ab. Wartet jetzt den nächsten Jump ab. Den nächsten Jumpy. Und jetzt geht's hoch. Jetzt geht's gewaltig hoch. Und jetzt kann ich sogar zwei rote mitnehmen. Hier, ich kann jetzt hier alle Ringe auf entspannt einpacken. Yo, guckt euch das an. Das gibt uns so viel Power. Wir sind direkt wieder auf 100.000 Münzen hoch. Und hier nehmen wir auch wieder alle Ringe mit, wenn wir runterfallen. Einmal hoch. Einmal runter. Das ist, man kann halt schön doppelt einsacken, muss ich sagen. Das gefällt mir halt richtig gut. Und jetzt könnten wir nochmal Wiedergeburt machen. Aber ich habe eine Idee, Leute. Ich habe wirklich eine krasse Idee. Ich werde jetzt nochmal Max Coins für Power. Okay, guckt euch das jetzt an. In die goldenen Reihen. In die goldenen Reihen. Ohne Probleme. Guckt mal bitte, wie hoch wir jetzt springen. In die goldenen Reihen. Ja, 100. Okay. Guck mal. Das Ding ist jetzt, ich werde jetzt ganz hoch fliegen. Ich werde... Oh, ich habe noch einen besseren Plan. Warte, 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 warte. Ich habe so, ich habe einen Ultraplan. Ich werde das ausgeben nochmal für Power. Und jetzt werde ich in der Luft gleich wiedergeburten. In der Luft, dass ich direkt nochmal... Ja, das ist der beste Plan überhaupt. In der Luft gleich. Wenn wir jetzt gleich hochfliegen, so, jetzt und jetzt Wiedergeburt. Jetzt Wiedergeburt, weil jetzt haben wir keine Münzen. Jetzt hätten wir, könnten wir keine Power mehr kaufen. Und hier, ihr seht's. So, jetzt hätten wir ein Problem, aber weil ich 70.000 Münzen habe, können wir direkt wieder nach oben fliegen und die ganzen Coins einsammeln. Weil ich natürlich clever bin, Freunde. Weil ich hier das Ding hier mit Gedächtnis auf jeden Fall spiele. Also, um in die nächste Welt zu kommen, ich muss sagen, da müssen wir auf jeden Fall schon ein bisschen jumpen. Oh, aber ich guck mir gleich mal, ich sag euch ehrlich, ich hole mir, glaube ich, gleich mal ein bisschen hier Verstärkung. So, jetzt können wir aber nochmal hier dick Power machen, Leute.
sagen wir 78.000 Power wieder. Und jetzt sollten wir es auch mal hier direkt wieder durch die Roten schaffen. Und guck mal, wir schaffen es auch direkt wieder durch die anderen durch. Let's go. Und jetzt wird es soweit sein, Leute. Ich werde mir den VIP Glow Exclusive Pogo Stick für 250 Robux kaufen. Let's go. Ich bin gespannt, wie gut der sein wird. Ob der besser sein wird als viele andere. Okay, equipped, Leute. Ich glaube sogar, der ist... Bro, ich glaube... Leute? Leute? Rebirth? Rebirth? Ich mache gerade zwei Rebirths hintereinander. Ich habe gerade zwei Rebirths hintereinander gemacht, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade checkt, was ich hier gerade gemacht habe, aber wir sind hier gerade auf einem anderen Liga-Level unterwegs. Dieser Pogo-Stick, Bro, der ist ja absolut crazy. Und jetzt machen wir hier nochmal alles. Guck mal jetzt, Leute. Direkt Rebirth nochmal, Leute. Ich fliege jetzt mittlerweile auf einer anderen Insel. Ich bin jetzt hier auf einer anderen Insel geflogen, Leute. Ich mache jetzt nochmal Auspowern. Und jetzt guck mal, wo wir jetzt hinfliegen. Wir sind jetzt hier wirklich sehr, sehr gut in der Luft. Oh, Bro, es geht noch höher. Es geht wirklich noch höher. Power nochmal, Power. Und jetzt können wir Rebirth machen. Jetzt Rebirth. Rebirth, 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 Rebirth. So oft, wie es geht. Okay, 2 Millionen brauchen wir. Ist aber kein Problem. 2 Millionen haben wir. Und jetzt nochmal. Wir sind komplett... Wir sind Rebirth maximale Stufe, Leute. Wir haben die maximale Stufe. Das heißt alles. Das heißt wirklich. Das heißt, wir könnten uns der Glizzy Stick, aber der ist nicht so gut wie der VIP Stick. Wir können uns jetzt theoretisch den hier noch kaufen. Das ist der Glitch Stick. Der sieht auch ganz cool aus. Aber unser VIP Stick ist deutlich besser als alle. Also ich würde jetzt mal gucken, dass wir auf die nächste Insel kommen. Weil Rebirths brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr machen. Zack, hier Max Power einmal investiert nochmal. Und jetzt guck mal hier, wo wir jetzt hochfliegen. Bam, bam, bam. Zack. Ja, okay, da kommt noch ein Ring. Den schaffen wir. Oh, den schaffen wir nicht. Okay, dann habe ich jetzt nochmal hier ein bisschen Power. Ich habe nochmal ein bisschen Power hinzugefügt, Leute. Nochmal Power. Nochmal Power. Nochmal. Okay, ich habe das maximale Power hier. Also das geht gut nach oben. Oh, oh, oh. Oh, und. Oh! 2,9 Millionen nochmal. Sehr gut. Und jetzt nochmal 5,5 Millionen Power. 5,5 Millionen Jump Power haben wir gerade. Wir jumpen hier. Nee, das war's. Das war's, Leute. Wir sind am höchsten Pogo-Punkt angekommen. Wir können nicht höher. Wir haben das Game durchgespielt. Wir haben wirklich... Aber wartet mal. Vielleicht kann man hier auf die Wolke landen. Aber nee, man kann auch nicht auf die Wolke landen. Also ihr seht, ich kann jetzt hier nochmal Power holen, aber man springt auch nicht höher. Also wir sind wirklich maximalste Stufe. Ihr seht es hier auch nochmal. Also die Sprunghöhe, ja, es verändert sich nichts mehr. Wir sind auf der maximalen Stufe angekommen. Wir haben komplett alles durchgespielt. Ich könnte jetzt theoretisch noch alle Pogo-Sticks holen, aber wir haben ja schon den besten. Also würde es sich theoretisch nicht mal das sich lohnen. Aber ich kann es jetzt machen. Ich werde jetzt nochmal hier den letzten freischalten. Hier nochmal ein paar Millionen gemacht. Jetzt geht es nochmal runter. Boom. Und jetzt haben wir hier, guck mal hier, Leute, das ist der letzte. Das ist der goldene. Aber auch der goldene. Oh, der sieht geil aus. Nicht mal der ist so gut wie unser VIP. Wir haben gewonnen. Wir haben es durchgespielt, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss.